Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Call of War Respawn and Blood. Wir werden in diesem Part den letzten Auftrag annehmen, Sicherheitspersonal gesucht. Der Bau der Eisenbahnstrecke durch Tusch. Was ist das? Tushun? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ist er erheblich durch Indianerangriffe gefährdet. Aus diesem Grund zahlt die Gugdukla Douglas and Smith Co. ein gutes Honorar für den Schützen ihrer Gleisarbeiter. Für den Schutz ihrer Gleisarbeiter. $200 je Meile verlegter Gleise. Hört sich doch gut an. Ich höre schon Schüsse. Aber es kommt nicht von den Gleisarbeitern, sondern hiervon. Die Indianer greifen an. Und da sind wir auch schon. Augen offen halten, Bruder. Die Indianer sind überall. Die scheinen einfach aus dem Nichts zu kommen. Aha. Okay. Bis jetzt sind noch keine Indianer da. So, ich werde jetzt erstmal nur den angucken, bis etwas passiert ist. Etwas Bestimmtes. Weil ich euch was zeigen will. Und gleich müsste es passieren. Und zack. Ja, die schießen ihm einfach mal einen Pfeil durch den Hals. Das wollte ich euch zeigen. Und ja. Jetzt legen wir auch mal los. Und da kommt keiner. Okay, der Konzentrationsmodus war jetzt verschwendet. Um ehrlich zu sein. Ich hätte mal warten sollen. Ach ja, wie besser die Waffen werden, desto schneller kann man auch damit feuern. Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ach ja, und desto schneller kann man auch nachladen. Die Pfeile machen es eigentlich kaum Schaden. Wenn man so erwähnt. Fuck. Okay, der ist tot. Ah, da hinten ist noch einer. Toll, der hat mir einen Kill geklaut. Oder auch nicht. Was ist das? Okay, hier müssen wir vorsichtig sein. Zu Fuß ist zwar sicherer, aber dauert länger. Daher reite ich hier über die Gleise. So. Der Konzentrationsmodus war doch mal gut genutzt.
Okay, okay, okay. Na, kommt her. Ich habe keine Munition mehr. Das war aber knapp. Ich habe noch 2 Kugeln. Für einen guten alten, für einen sehr guten alten Colt, meine ich. Okay. Bis hierhin haben die gebaut. Moment, ich zeige euch das mal kurz. So, bis hierhin. No! Ich könnte natürlich jetzt auch runterspringen, aber was nützt mir das? Ich wäre dann tot und sterben wollen wir ja nicht. Wow, hier sollte ich besser nicht schnell reiten. Zum Glück haben die hier auch ein bisschen Munition. Und zwar hier. Für Gewehre, Shotgun und Pistolen. Ich weiß noch, dass hier ein Geheimnis war. Yep. Hier sind noch ein paar Pferde. Und ein Kalb, wie man so eine Babykuh nennt. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt kaum aus. Oh, komme ich da überhaupt hoch als Ray? Nee, das muss man mit Thomas machen. Schade. Dann reiten wir jetzt mal schnell zu Thomas. Ich darf nicht sterben. Das kann jetzt etwas dauern, dorthin zu reiten, aber ich habe keinen Bock, das rauszuschneiden. Oder jetzt die Aufnahme zu stoppen. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Außerdem gehört es ja mit zum Spiel. Ach ja. Die Musik passt auch. Sehr gut. So typische Wildwestmusik. Gefällt mir. Man kann halt nicht immer gewinnen. Alles klar? Mach dir keine Sorgen um mich. Zeit mit Mendoza und seinem Amigo zu sprechen, dem Waffenschieber. Bist du sicher? Gehen wir. So. Och, nö. Es passiert mir immer wieder. Ich drücke statt auf LB immer auf Mendoza LT. Mendoza sagt, wir sollen uns für eine Weile bedeckt halten. Du hast für Aufsehen gesorgt. Ich scheiß auf bedeckt halten. Nur die Ruhe, Ray. Ist schon besser, wenn wir uns noch ein wenig verstecken. Dann verstecken wir uns. In ihrem Versteck. Du bist ja so ein ungeduldiger Arsch. Ja, Ray will halt... ja. Alle umbringen. Um es genau zu sagen. Um es auf den Punkt zu bringen, meine ich. Und da sind wir auch schon. Okay, genieß die Zwischensequenz. Wir suchen Juarez. Frag den Boss. Den Dreckskerl kenne ich irgendwoher. Hey. Wir wollen zu Juarez. Ist er abgehauen? Mr. Mendoza setzt seine Reise jetzt ohne euch fort. Barnsby? Die Idee gefiel ihm zuerst nicht. Aber ich konnte ihn überzeugen, dass es für ihn das Beste wäre, euch mir zu überlassen. Ray und Thomas McCall.
Ich habe den Konföderierten einen Bluteid geschworen, dass ich jeden Deserteur wieder einfangen werde. Atlanta wurde niedergebrannt, meine Frau und Kinder ermordet. Und alles wegen Feiglingen wie euch. Währenddessen können diese Tiere, diese Unmenschen in Frieden und Freiheit leben. Unter anständigen Christen und es schamlos mit unseren Frauen treiben. Colonel? Ihr werdet für euren Verrat bezahlen. Ihr werdet einen schmerzvollen Tod sterben und in der Hölle schmoren. Colonel Jeremy Barnsby hatte nie aufgehört zu kämpfen, nachdem die Konföderation kapituliert hatte. Er sammelte eine Armee aus Soldaten der Südstaaten um sich, die sich ihre Niederlage nicht eingestehen konnten. Mit ihnen zog er nach Westen durch Arkansas und Oklahoma, um Banken auszurauben und Konvois zu überfallen. Von der Armee verfolgt, flohen sie bis nach Mexiko und führten von einem Versteck hinter der Grenze aus einen Krieg fort, der schon lange entschieden war. Schließlich wurden sie von den Pinkertons gestellt und Barnsby landete im Gefängnis. Er wartete auf seine Auslieferung, als ihn meine Brüder unwissentlich befreiten. Ich frage noch einmal, wofür braucht Juarez die Waffen? Es gibt drei von euch. Wenn ich einen zu Tode prügeln muss, ist das kein Problem. Für mich. Als Bezahlung! Wofür? Das Medaillon. Bitte schlagen Sie ihn nicht mehr. William. Er wird ihn töten, Ray. Ein Medaillon? Es gibt eine Legende über einen Goldschatz. In den Hügeln vor Juarez. Habe davon gehört. Was ist damit? Das Medaillon kann zu diesem Schatz führen. Juarez tauscht die Gewehre gegen das Medaillon ein. Meine Waffen? Ja, Sir. Aber die sind wertlos. Er hat kaum was bezahlt, weil sie kaum etwas wert sind. Wer würde verrostete Gewehre kaufen, die einen Scheiß wert sind? Apachen! Juarez betrügt sie! Und dahin ist er unterwegs? Ins Apachengebiet? Ja, nach Nord-Arizona, mit einem Führer. Gut. Sergeant? Ja, Sir. Aufhängen. Was ist mit dem Jungen? Auch aufhängen. Er hat diese verdammten Verräter schließlich unterstützt. Wer hat dir erzählt, dass die Gewehre wertlos sind? Ich. Also lass ihn in Ruhe. Du? Ist ja interessant. Und wer hat's dir erzählt? Ja, fragt sich nur wer. Hm? Wisst ihr's? Ich weiß es. Und ihr? Naja, wenn ihr wollt, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben oder auch nicht. Ist mir egal. Okay. Könnt ihr euch bewegen? Ich nicht. Zu fest. Siehst du die Säge? Schneid deine Fesseln durch und mach uns los. Aber ich weiß nicht... Ruhig, Bruder. Du schaffst das. Eigentlich könnten wir auch aufstehen und uns mit der Säge befreien. Aber nein, warum auch? Warum einfach, wenn es umständlich geht? Sehr gut. Und jetzt wir. Beeil dich. Da kommt jemand. Der macht eigentlich gar nichts. Fertig. Komm. Sie hauen ab! Lass sie nicht entkommen! Gott ist immer bei euch. Und was jetzt? Schauen wir uns etwas um.
Du schaust dich um. Du kletterst wie ein verdammter Berglöwe. Ich bleib lieber auf festem Boden. Siehst du eine Straße? Ja, den Berg runter. Gut. Aber ich habe keine Lust zu laufen. Okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Call of Juarez Bound in Blood wieder. Tschüss.